letzter Tutorial von Kiss the Rain und dann hast du das Stück geschafft. Das waren jetzt viele Tutorials und auch lange, schwierige Tutorials. Und wenn du bis hier gekommen bist, kannst du einfach nur noch das Stück genießen und immer wieder spielen und in diesen wunderbaren Klänge eintauchen. Jetzt kommen die letzten Takte. Wir haben wie immer 8 Takte plus 3 Takte zusätzlich am Schluss. In den 8 Takten wirst du merken, oh, das kenne ich schon. Also die Melodie kennst du schon vom Anfang und vom Stück überhaupt. Es wird nicht so schwierig sein, auch das Zusammenspiel ist nichts Neues. Aber es ist jetzt in A-Dur, also andere Kreuze im Schlüssel, andere Töne zu spielen. Aber von der Melodie her, es ist sehr, sehr ähnlich wie ganz am Anfang vom Stück. Deswegen solltest du dir da nicht so schwer tun. Ich werde wieder 2 Takte und dann wieder 2 Takte, 2 Takte, 2 Takte durchnehmen und am Schluss die letzten 3. Takt 1 und 2, die linke Hand. Ich fange hier oben, da ist die Mitte. Wir sind im Violinschlüssel in den Noten. A, E, H, E, A, E, Sis. Noch einmal das. A, E, H, E, A, E, Sis. Und dann Takt 2, Sis. Hat einen Auftakt E, A, H. Das sind diese 3 Töne in dieser Lage. E, A, H. Jetzt Takt 1. H, Cis, Cis. 3, 4. A, H, Cis. Jetzt E, H. Takt 2. E und eine Oktave E und E. Noch einmal das. E, A, H, H, Cis, Cis. 3, 4, A, H, Cis, E, H, E. Oktave auf E. Und am Ende vom zweiten Takt spielen wir wieder so einen Auftakt. E, Fis. Also es geht noch höher, weil wir haben eine Oktave. Also nach der Oktave auf E fange ich mit diesem E an. E, Fis, Gis. Noch einmal. 1 und 2, 3, 4. 1 und 2, 3, 4. Und beide Hände langsam. Das kennst du alles schon, ne? So, dann geht's weiter. Takt 3 und 4. Dieses Mal haben wir ein Fis ein bisschen tiefer, also hier unterhalb der Mitte. Fis, Cis, A, Cis, Gis, Cis, Fis. Und Takt 4 noch ein bisschen tiefer. E. E, Cis, E, Cis, E, Cis.
Wir haben auf 1 Takt 3 Gis, Cis, Gis. Nachher ein A und A, Cis, A. Gis, A, A. Weiter geht's mit H, noch höher. H, ich nehme da der vierte Finger. Nachher eine kleine Note vor dem Cis. H, Cis. Meine C-Note ist Cis. Also ich kann sie eigentlich auch schon zusammen anschlagen und dann H loslassen. Oder sehr schnell hintereinander. Nach dem Cis, H und A. Cis, H, A ist eine Triole. Noch einmal dieser Takt. Gis, Cis, Gis. A. A, Cis, A. H, H, Cis, H, A. Im Rhythmus. Eins und zwei, drei und Triole. Das ist jetzt Takt 4 mit Gis. Nachher gehe ich wirklich viel tiefer. Hier über die Mitte. Also das sind zwei Oktaven. Achtung, in den Noten schaut es nach einer Oktave aus. Aber dadurch, dass wir vorher diese Oktave hatten, sind es zwei Oktaven. Gis, Gis. Und nachher Cis. A, Gis, E. Noch einmal. Die Triole. Gis, Gis, Cis. A, Gis, E. Beide Takte rechte Hand. Zusammen. Jetzt muss ich selber schauen, dass ich die richtigen Lagen habe. Also hier die linke Hand und hier die rechte Hand. Bewusst nicht, weil du hast das gleiche am Anfang des Stückes. Deswegen nimm das Pedal so, wie du es auch am Anfang des Stückes benutzt hast. Auftakt. Auf dem vierten Schlag ist es gut, dass du die linke Hand vorbereitest, weil sonst hast du ein bisschen Stress. Also ich zeige es mal. Ich fange Takt 2 an. Hier vorbereiten. Und hier auch vorbereiten. Bereite deine Hand, damit du in Ruhe weiterspielen kannst. Jetzt haben wir Takt 5 und 6, wieder nur die linke Hand. Wir sind wieder im Bassschlüssel, wieder richtig tief. Hier ist die Mitte, hier fangen wir an. D, A, E, A, D, A, E. Und nachher Cis, A, E, A, Cis, A, Cis. Noch einmal. D, A, E, A,
G, A, E, D, 6, A, E, A, 6, A, 6. Jetzt ein bisschen schneller. Spielt A und E, Fis, A und Fis, Fis, A, E, D. Nochmal das. A, E, Fis, A, Fis, Fis, A, E, D. Ich zähle mit. 1, 2, 3, 4. Und dann Takt 6, eine Terz. H und D, E, H und E. A und dann 16. E, A, H. Noch einmal das. H, D, E, H, E, A. E, A, H. Und ich zähle das auch mit. 1 und 2, 3. Beide Takte. Und zusammen. H, A, E, H, E, A, E, H, D, 6. Okay, das ist jetzt neu, ja? Das hatten wir noch nie in dieser Art. Nochmal das. H, A, E, H, E, A, E, H, D über den Daumen und 6. 1, 2, 3 und 4. 1 und 2 und 3, 4. Die rechte Hand Takt 7. Nach dem spielt sie Cis, D, dann Fis, D und A, D und Gis. Noch einmal das. Fis und Cis, D, Fis, D, A. Und jetzt möchte ich das verbinden, diese Quint möchte ich verbinden mit diesem Intervall. Ich hebe also den Daumen und dann kann ich oben verbinden. Daumen, nur der Daumen heben und dann die zwei Tasten zusammendrücken. 1 und 2 und 3, 4 und Takt 8. A. 3 Schläge lang. Und auf 4 kommt H, Cis. Also richtig oben. Ich war hier auf diesem A und ich spiele dann hier weiter die Melodie. Letztes Mal. 1 und 2 und 3, 4. 1, 2, 3, 4 und. Hände zusammen.
Eins und zwei und. Also hier zusammen, rechts, links, rechts. Zusammen, links, zusammen, zusammen. Jetzt nur die linke Hand. Bisschen schneller. Also hier auf Cis, das habe ich jetzt nicht gleich gemacht, das Pedal wechseln. Auf 1 und auf 3 und hier in diesem Takt auch. Unbedingt hier wieder wechseln. Es ist schön, wenn der Klang klar bleibt. Takt 5 bis 8. Zum Ausklingen, also das Stück ausklingen zu lassen. Ich spiele sie mal vor. Also du merkst, am Anfang ist es sehr ähnlich. Ich nenne mal diese Takte, Takt 9, 10 und 11. Aber du weißt, es sind jetzt diese letzten drei Takte in den Noten. So, die linke Hand spielt. Das ist H und A, Fis, A, E. Die rechte Hand, Takt 9, spielt fast das gleiche wie Takt 7. Jetzt ist sie aber hier hinauf. Sie spielt Cis, D, Fis, Dea, Gis. Also sehr ähnlich. Cis, D, Fis, Dea, Gis. Ich spiele jetzt beide Hände zusammen, Takt 9. Zusammen, zusammen, links, rechts, zusammen und nur die rechte Hand. Und hier auf Gis haben wir eine Fermata, das heißt, wir lassen das länger klingen als eine Viertelnote. Also wir nehmen uns da richtig Zeit. Wir können überhaupt ein Ritardando machen bei diesen drei Takten. Takt 10. Ich spiele jetzt gleich beide Hände. Das ist A in der linken Hand mit HA. Die rechte Hand bleibt den ganzen Takt liegen. In der linken Hand spielen wir aber weiter mit E, H, E über den Daumen. Noch einmal das. A, H, A, E, H, E. Und hier haben wir nur drei Schläge in diesem Takt. Das heißt, 1 und 2 und 3. Noch einmal. 1 und 2 und 3. Und der letzte Takt. Takt 11. Ein schöner A-Dur-Akkord. A im Bass mit Cis E A in der rechten Hand. So, wir haben es geschafft. Jetzt spiele ich nochmal diese drei letzten Takte. Und jetzt spiele ich sie noch einmal und sage dir, wo ich das Pedal wechsle. Hier. Hier, hier wechseln.
Takte noch einmal durch mit dem Auftakt und ich genieße es ein letztes Mal. Diese Melodie hatten wir immer wieder während des ganzen Stücks, aber jetzt ist es erstens das letzte Mal, dass ich sie spiele und sie ist ein Halbton höher als normal, weil wir sind jetzt in A-Dur und nicht mehr in As-Dur. Also ein Halbton höher, ein bisschen heller noch als sonst. Da passe ich auf die Lagen auf. Takt 3 und 4, da gibt es wirklich Stellen, wo wir wirklich aufpassen müssen, wo welche Lage das ist. Wenn du mit den Noten spielst, so wie ich, dann kannst du dir gerne helfen, indem du Pfeile machst. Dann hast du es visuell, oh, da geht es nach unten. Das hilft mir, das ist so ein bisschen mein Trick. Wenn du ohne Noten spielst, dann merkst du es dir sonst anders, aber in den Noten, ich mache mir immer solche Pfeile, wenn das schnell gehen soll, damit ich nicht so im Stress komme und die letzte Minute merke ich, ich bin auf der falschen Lage. Ja, und sonst, was ich dir noch mitgeben möchte, ein Fehler, das ich gemacht habe, als ich dieses Stück gelernt habe, ich habe es zu schnell gespielt und ich habe immer noch die Tendenz, es zu schnell zu spielen. Das heißt, ich orientiere mich sehr viel an der Melodie und dann komme ich in einem Tempo, der schneller ist als das, was Yiruma gedacht hat. Und dann höre ich die Aufnahme von Yiruma wieder selber, also wie er das spielt. Und dann merke ich, okay, er spielt es wirklich ganz bodenständig. Also er spürt wirklich jede Viertelnote und es ist sehr, ja, sehr langsam. Es ist nicht zu langsam, aber er überfliegt nicht die Melodie, wie ich die Tendenz hätte. Also du brauchst es gar nicht so schnell zu spielen. Spür die Viertelnoten und dann hast du bist du sehr nahe an der Art, wie Yiruma das spielt. Und ich empfehle dir sowieso immer wieder die Originalaufnahmen, es gibt mehrere, weil er spielt sie nicht immer gleich, aber hör dir an, wie er das spielt, dann kommst du in dieser Stimmung, wie er sich das denkt. Oder du denkst, okay, ich mache einfach meine Interpretation, das ist auch möglich, aber wenn du da dich an seine Interpretation nähern möchtest, es wird sowieso nur eine Annäherung sein, weil jeder spielt anders. Wir sind keine Kopiermaschinen und sollen wir auch nicht sein. Aber wenn du dich von ihm inspirieren möchtest, dann hör dich auch zu beim Spielen, aber hör seine Aufnahmen. Viel, viel Freude beim Weiterspielen und genieß dann sehr, sehr lange diese Musik. Tschüss. Thank you.